dann wie abgesprochen, ne? Wir haben ja eben gut gedraftet und so alles, deswegen. Ah, ja. Deiner oder kümmert sich da schon drum. sind übrigens Best of Threes, die Games in der Gruppe. Also. Ja. Und nach dem ersten BO3 müssen wir warten auf das Spiel von Holland, Österreich und dann spielen wir wieder. Team Deutschland Arams, ja, ja. Okay. Fünfmann Sturmliga Q. Dein Stream ist an, hast du? Oder? Ja, ich habe Stream angemacht. Delay? Ja, 25 Sekunden. Oh, na gut. Immerhin. Immerhin. Heute mal wieder eine Runde Abatur. Man, du hast mich immer aufgespürt, ey. Ja, das war manchmal aber mehr Zufall als... Ach so. Naja, also... In der Mitte war Zufall, Mitte oder? Warst, ja, ja. Das war Zufall. Ja, ja, ja. Das konnte ich ja nicht wissen. Ja, das war richtig, ja. Wir haben ja auch gerade Nick gejagt. Ja, Nick hat überlebt dadurch, dass ihr mich gefunden habt. Ja, ich habe Fokus gewechselt. Ich habe gedacht, ach, da ist ein kleiner Stinker. Und oben war ein bisschen zu gierig. Wir wussten, dass ihr kommt, aber ich wusste nicht, dass du schon rechts im Busch bist. Wir haben gedacht, die Sonja kommt einfach über den Jungle reingelaufen. Ah. Ich habe nämlich, der Samurai stand nämlich im Jungle und dann habe ich den gehettet, weil wir die Sonja abfangen wollten, aber dann bist du aufgetaucht. Ja, Wild Kerrigan appears. Ja. Und dann hat Dama mit 5 AP auf dem Schrein geportet und es ging deiner gestorben. Ja gut, ETC hat geankert. Ich dachte, ich würde sehen, wenn ihr kommt. Wo stand der? Ja, dann. Der stand zu weit unten. Nein, das war alles nicht gut abgesprochen. Aber es war ja eh nur so for fun. Damit ihr halt auch ein paar... Auch ein bisschen arbeiten müsst, oder was? Ja, ein kleines bisschen. Okay, also, kleines bisschen. Ja. Arbeiten, aber im letzten Spiel, I guess, ein bisschen. Ja. Lobby ist ab. Jo, bin am Anmelden. Ja. Jo, kennt ihr schon die coolen Soundboards auf Discord? Auf Discord? Ja. Nee. Moment. Das klingt... Death Knights, gib mir einen coolen Joke. Oh, bitte, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Oh mein Gott. What? Oh, ich sehe das schon, Alter. Das kannst du in diesem Spiel häufig bringen. Wahrscheinlich. Ja, das ist voll komisch. Das ist so, als würde jemand mein Headset infizieren. Ja, ja. Den Sound einfach abspielen, ohne dass ich es will. Ja, komm mal rein. Und hier Team Deutschland! Let's go! Oh Gott. Let's go! Oh nein. Death Knight. Ja. Ja. Ab jetzt der Sound, wenn du eine Malf-Kuh brauchst, bitte. Ja. Im Team war ich ja nur gequakt in meinem Ohr. Oh, du hast ja alles vorbereitet hier. Nee, das hat wir auch. Ach so. Das sind die Discord-Sounds, die offen sind. Wahrscheinlich Nitro, oder? Oh, Open Soundboard. Nee, das habt ihr einfach, glaube ich. Ah, oh, stimmt, da unten. Dino. Ich hab Angst, dass es laut ist, wenn ich da jetzt drauf drücke. Wo ist das? Hier, Open Soundboard. Neben Bildschirm übertragen ist das, ja. Ah, der Clap? Ah. Wow. Okay. wir sind bereit, oder? Ja. Dann schreibe ich mal ready. Ich glaube, Nick joint sicherlich. Jo, ah ja, der ist auch hier. Perfekt. Hallo. Ja. Let's go. Achso, Dino nicht zu Dreier trafen. Die Gegner sind Bronze. Jetzt no Troll. Da gibt's keine Gnade. Gibt's keine Gnade. Das könnte ja auch Fake Count sein, ne? Oh, no, 7 Level. Wir können irgendwas spielen, eigentlich. Ja, also wie gesagt, die Gegner sind 3 Bronze und 2 Platin-Spieler. Wait, for real? Yes. Dann... Also bitte. Dann können wir. Ja, dann können wir doch. Asmodan, Nova, Gaslow, Nasibo, irgendwie sowas und wir one-shotten einfach die Forts und Keeps.
Wenn die wirklich Bosse sind, wissen nicht, was die tun müssen dagegen. Das klingt aber... Drafte du mal ruhig, wie du möchtest, aber... Perfekt. Ja, okay. Das klingt nach eurem ersten Meta Madness Game, oder? Mit dem, was ich... Was ich oder, was richtig gut Strat, wo man Morales nimmt und in die gegnerische Basis fliegt. Oh ja, ja, Jove wäre... Der wollte das immer gern machen. Aber mein Hotzog gerade 0,2 FPS. Warum? Ich weiß auch nicht. Zu viel Soundboard gedrückt. Vielleicht. Weil es ja nach dem Draft besser. Ja. Aber ich pick diesen Hero und dann ihr könnt machen, was ihr wollt. Was mit diesem Hero? Und den kann ich dann spielen. Weil wenn wir wenn wir Vikings haben, dann können wir sogar mit 4 Leuten inten und wir trotzdem und wir verlieren keine Soak. Ja, das stimmt. Ah ja, ich habe da 0 Tode Challenge. Oder lass es so machen. Wir spielen Vikings und die 4 anderen Heroes sind Full Gank Squad, also Uta und 3 Mages oder so. Ein Stun und egal wer ist tot. Das hört sich doch witzig an. Let's go. Mir ist egal, was wir spielen, tatsächlich. Ja, same. Ja, habt ihr gesehen, Team Amerika mit Unaverted Tank dann? Ja. Wird gut. Das ist ein gutes Team. Ich glaube aber, dass die, wie gesagt, ich habe ja geschrieben, ich glaube, Kanada kann auch ein ordentliches Team. Ja, aber die werden trotzdem die haben trotzdem keine Chance gegen das. Wahrscheinlich. Also. Ja. Sehr wahrscheinlich, ne? Kann natürlich. Ich pick mal jetzt das hier, dann macht ihr mal den Rest. Ich glaub, Nick darf zum ersten und einzigen Mal in diesem Turnier Ranged Assassin spielen, denke ich. Ah, ja. That's the Kerrigan. Kerrigan Game. Dino, wenn du willst, kannst du ruhig Vikings spielen, so, wenn du das unbedingt wolltest. Ich sehe schon. Okay. Mein Vikings ist ready. Ja, Death Knight, du musst aber schon supporten, sonst wird das gut, hier nix. Ja, ich sehe schon. Ja. Ah, der Arme. Ja, ich sehe da schon unsere Combo, Nick. Ich sehe es. Stim-Drohne. Aber ich bin Genji. Die sind Bronze. Nick gebe 200k Schaden in 10 Minuten. Ich spiele Olaf Maintank. Dann Darkmoor Kerrigan vielleicht. Das geht sogar. Ja. Würde gehen. Das geht gut. Aber ich habe ein bisschen Angst vor den Gegnern, deswegen. Ach so. Vielleicht sind nur einfach nur 3 Smurfs auf den Bronze-Accounts. Ja, klar. Das ist das. Gut, wenn das der Fall ist, dann gewinnen wir einfach die nächsten 2 Games. Ja. Ein One-Up-Spiel. Das ist die einzige Map, die wir droppen im kompletten Turnier gegen Bronze spielen. Shopping for Content. Sul? Draft sie doch. Die draften so ganz ordentlich eigentlich. Ja, nicht schlecht. Und trotzdem kann man Gangsquad da reinspielen. Ja, eigentlich. Nicht Lilly. Karasim? Wenn du. Ja, kann ich theoretisch. Ich kann auch Lusso spielen. Nee, warte. Kann ich random? Yitar, guide my path. Ist auch generell mal gut, deinen Karasim zu sehen. Ja, ich glaube, ich habe deinen Monk, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Hä? Habe ich in Meta Madness, musste ich den so oft spielen. Echt? Dann habe ich den vielleicht doch schon gesehen. Hä? Haben die Schweden dich gezwungen, oder was? Ja. Ich durfte ja nur die Henning-Helden spielen. Ach so, ja. Rhaegar. Ja, die waren ja alle gewandt, also musste ich Tyrann de Monk oder sowas spielen die ganze Zeit. Dark Monk? Ah, Missklick. Lala. Oh. Ich bin schon den Franzosen gewohnt, deshalb du saufst wieder zurück, ne? Ja, okay. Ja. Hast du meine Kerrigan oder meinen Karasim wollt ihr nicht sehen?
Okay, meine Vikings eigentlich auch nicht. Ja, zum Glück sind die ja einfach zu spielen. Doch, du hast es aber ein bisschen trainiert, die Vikings. Ja, Dark ich spiele übrigens ich spiel auch ein... damals. Mhm. Erinnere mich dran. Ich spiele einen guten Erik. Guten Erik, ja. Das ist schon mal die halbe Miete. Aber es ist halt nur ein Held von drei. Die reicht ja, kannst ja die anderen beiden sammeln, wenn du die mal brauchst. Hast du schon mal Boot gespielt, Dino? Auf Level ja, 20 geht das tatsächlich sogar richtig ab. Ja, hab's, ohohoho. Ja. Dino kennt die Stärke vom alten Boot. Die Wikinger. Und man hat halt diese geile Musik, wenn man in dem Ult ist. Das boostet Teammoral, ja, ja, bestimmt. Und man kann sogar pro Discord einen Sound hinzufügen, tatsächlich. Also, da muss jemand dran machen. Ja, der mit wie die Panzergeneral. Ja. Ich habe auch schon alles hier deaktiviert heute, sonst spammen die wieder die ganze Zeit. Ist das BO3? BO3, ja, ja. 3, 2, 1. Ich hole hier mal jemanden ab. Unfair, die haben Sound an. Neue Challenge ohne Sound? Mhm. Einfach alle muten jetzt. Ich hol die Sylph. Oh. Ich brauch Hilfe auf Top-Lane schon. Ja. Okay. Ich glaube, wir beide rennen auch eine ganze Zeit rum, Darmok. Ja, ja, vielleicht kommt er hier. Warte, gib mein Reps hin. Ach, scheiße. Ich kann kommen. Ach! Der ist in dem Busch drin, ne? Ja, ja. Kannst du ihn dismounten? Okay. Oh mein Gott. 360. Aha. Ich mache easy. Ja. Janna war Mitte. Ich hol unten die Wave. Scout, der ein easy kann. Ja, ja, die, ich glaube, die Sylph ist bottom. Sol ist am recallen. Ich lass dich mal unten soaken, dann mit Olaf, wenn du. Ich helfe in der Mitte kurz. Keine Ahnung. Ich bin jetzt tot. So? You're just in time for the seeds of my vengeance to sprout. But which of you will gather them first? Warte, check mal hart, check mal hart. Ob die da dran sind? Okay, ja. Wollen wir das klauen hier? Einer tot? Ja, machen, ja. Ja, ja, können wir. Wir sind alle hier. In der Mitte. Ja. Ich denke, wir haben es, bevor die kommen. Wir können ja auch noch halten. Jenna kommt her, ja. Aber kein Schild mehr auf hier. Ups. Glaube, ich brauch den Ackerbot. Ja, ich renne schon runter. Ich bin auf dem Weg. Wollt ihr das Tribut spielen? Vielleicht? Die Sylph ist hier oben. Ich glaube, warum kann ich? Ich punch die Sylvanas. Das Oh, das Böse im Busch, Team. Böses im Busch! Oh. viermal top. Wir könnten den vielleicht killen, wenn der hier. Ich kann ihn schlagen. Ich
Wollen wir unser Hard auch machen, oder? Ja, let's go. Ist ein Zweitab. Reicht vielleicht jetzt. Ich kann buddeln oben, wenn die... Dreitab. Wenn die pushen. Tun sie, glaube ich. Ja, ich grab mal nach oben. Ja. Der war kein E, gerade. Also lang E. Der Falzer, ja, Updraft. Ja, dann lass das Tribut auch direkt holen. Klick mal, ja. Oh, der Falzer, der landet hier. Ah! Ja, ja, ja. Haben wir deren Easy? Ja. Ich komm da auch hin. Ich halt hier mal den Busch. Ich glaube, die Sylph rennt hier rein. A seed has been planted. It will sprout before you know it. Ja, wir können die cursen hier und dann nehmen wir ein paar Keeps. Burrow auf den Xul, wenn der in die Wave rennt. Ja. Oh nein, er will den. Easy. Wir haben hier. Geh mal helfen. You are wrecking the place. Ach, keine Vision. Deathlight ist Dutch? Nee, nee. Okay. Ich hol hier mal einen Glow für euch. Okay. Wir cursen die jetzt. Warte, ich geh noch mal hier hin. Da kommt doch bestimmt jemand. Die sind beide unten, ja. Let's go! Hey, Falling Sword übrigens. Ich renne mal nach vorne. EDA safe mit Falling Sword, yeah. Ich hol mir mal Mana. Dann buddel ich irgendwo hin. Oben vielleicht. Wir haben einen Hinterlandsplan drauf, tatsächlich. Oh ja, ja. Und Mind Control? Your teams, my children, have fallen. I hope they're satisfied. Oh. Ah, warte, ich spring auf die Mauer. Ja. Gemäß. Drei Bot. Oh. Ich denke. Krieg ich den Tower Aggro? Ich hab jetzt Aggro. Random die Tower Aggro bekommen. Oh. Haylock ist fein. Ich hab Boat. Ich bin ein bisschen low. Ich geh mal eben tappen. Low, ich geh auch mal tappen. Ja.
Das war schnell mit dem Soundfile da. Gut gefallen. Deathmite? Sind die am Hardcamp? Das vielleicht, ja. Wahrscheinlich Deathmite. Ne, die sind am Easy da. Am Easy, ja. Ich Facecheck hier mal. Okay. Was sind die denn? Hallo. Die wollen mich. Brightwing Z und Mind Control wurden benutzt. Okay, ich bin Svarian. Oh. Gibt's eine, bitteschön. Oh, der wird geblastet. Ist dann auf Surf. Boom. So geht das also. Oh. Kommen wir nicht mehr raus, glaube ich. Ja, ja. Dagmar ist drin. Hast du es gesehen, Hasu? Ja, ja. Hast du noch einen? Bestimmt, ja. Mach Gate auf. Auf geht's. Okay. Falls hat. Ich hol mal die Gloves hier. Hab glaube ich wieder. Ist Simon so schlecht? Ja, ja, das ist ich komm nicht ran. Mein Erik! Ich hab noch mal einen. Aber ja. Ja, die sind da alle zu, die stehen da alle in der Basis rum. Der Micro ist insane, Dino. Danke. Mann, die stehen ja alle nur in der Basis. Ja. Ja. Ich geh diven. Okay. Und dann Boat für Reset HP. Oh, ja, 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 ja. I love it, I love okay, it. Okay. Dann pushen wir mit mal hier. Bam. Ah, danke. Okay, das ist nicht so gut. Ist aber Big Boat. Ich dachte, der wollte nicht überhaupt. Hallo? Ich dachte, der wollte nicht überhaupt. Ich hab jemanden. Also. Ich hab einen Stun vielleicht. Ich werd wieder gebandet. Nein. Boom. Ach, die. It's condemned, bro. Dings. Man weiß gar nicht, welcher Viking pingt. Nee, richtig, ja, kann man nicht. Ey, die haben, wenn die das Boot kaputt machen und der Hinterlandsblast schießt, dann kriegt er ja Big Resets. Ja. Das ist ja. Ist ja, nee, hat er nicht gemacht, aber ist eigentlich Hardcounter. Sind die am Easy unten? Nee, ne? Nee, ne. Die sind in der Basis, ja. Okay, das gleiche nochmal gleich. Ich dive und dann wird gejumpt, bevor ich den Boote. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Oh, ich flank die. Sind wir ready? Ja, safe. Die Pflanze. Der Pflanzentopf kommt gleich. Ja. Okay. Geht es offen? Wir sind schon drin, ja. Da, ne? Boat Gaming? Warte, ich will. Ja, ich kann mal. Ich hab hier keinen Boot. Ich lauf mal einfach so rein. Oh no. Oh, Quadra Kill! Wo ist dein Panzer? Ja, der Panzer versteckt sich! Ne, er kommt raus! Okay. Ich hol ihn. Okay. Ich hol ihn gleich. Oh, nice try, nice try. GG. GG.
Ich bin mir ziemlich sicher, wir können Quadra Backdoor spielen. Okay. Quadra Backdoor. Nasibo, Asmodan. Zagara. Oder was? Nee, wollen wir das? Wollen wir das? Ist die andere Frage. Speedrun wäre halt schon cool. Weil die machen ja eh nix. Na, die haben, ja. Ja. Aber die stehen in der Base. Die countern. Die countern. Ja, ja, aber wenn wir die Summons haben, dann können wir ja sogar fighten. In deren Base. Ja, die können nicht an allen drei Forts gleichzeitig stehen. Geht ja nicht. Drei, warte, wir spielen auf einer Dreiländer-Map. Weiß ich noch nicht. Ja. Wissen wir noch nicht. Ja, BOE vielleicht. Einfach. Ja. Wobei, Snowball ist vielleicht zu scary. Curse Dragon Tomb of Towers. Dein erstes Boot wurde direkt geklippt, Dino. Erstes Boot. Curse wollt ihr haben? Ah, nice. Curse klingt gut. Ich glaube, ja, Curse, weil Triple Seed ist endable. Ja, true. Das Speedrun. Ja. Ich hab die Map mal gewählt. Ich glaube, der cross-hostet wieder. Die machen das jetzt immer. Ja, Lobby ist ab. Ich könnte joinen. Also den Sounds kann man bestimmt einen Hotkey zuweisen, oder? Let's see. Tip, hold control plus edit keybind. Ja, da ist glaube ich der. Ich sehe schon, ich sehe schon keybind. Benutzt man die Numlock-Tasten auch immer wieder. Die hat man nur damals in Warcraft 3 benutzt. Ja, Items. Einmal richtig toll, weil man komplett über die Tastatur rüberfassen musste. Ich glaube, damals war noch keine Custom Keys. Es gab keine Custom Keys und in den Turnieren war, also zumindest bei den Offline-Turnieren, war es verboten, dass man das umgestellt hat. Also man konnte das machen, aber die haben das nicht erlaubt. Zumindest. Wieso? Ja, weiß ich nicht, weil das halt nicht offiziell von Blizzard so gedacht war, ne? Die hatten halt keine... Du konntest die Hotkeys so nicht ändern. Du musstest das quasi außerhalb des Spiels machen und dann... Es ist halt nicht fair für jeden irgendwie so. Ja, so ungefähr halt, ne? ready? Schon. Okay, gut. Die soll jemand machen. Always ready. Nee, ich weiß nur, mein Kumpel von mir, hat sich immer... die Hotkeys für Barracks aufrufen und Raider bauen, hat er sich auf eine Maustaste gelegt. Und dann musste er nicht immer irgendwie drei Tasten, sondern immer nur eine Taste gedrückt, hat er immer Raider gespammt. Das klingt ja richtig pervers. Zwei Mystery Raider oder was hat der? Ja. Lame. Richtig lame. What the fuck? Second LTC mit Speed Aura und dann ab geht's. Oh no. Das hat er immer gespielt. Richtig lame. Schön ein bisschen pillagen, ne? Ja, dann kannst du Pillager forschen und dann kriegst du auch noch richtig Kohle zurück. Ich glaube, da gibt's auch heutzutage noch so paar High-Ladder-Orks, die spielen tatsächlich so jedes Game. Bestimmt. Da kommen ja auch keine... Pass hier, Shadowhunter. Ja, doch, also mehr Patches als in Hots tatsächlich. Ja, er wurde ja auch reforged. Hots wurde ja nicht reforged. Ja, doch. Naja, aber reforged war ja Müll. 2.0 war ja 2017? Nee. 2018? Nee, 2017, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Irgendwo genau. Irgendwie vor Jahrhunderten. Ja. 2.0. Hä? Die haben unseren Nasibo gewonnen, die haben die Strat direkt geschaut. Ach du Scheiße.
Mann. Die wissen ja Bescheid. Ne? Warte mal, hier, der macht auch Käfer, dieser Held hier. Käferstrat? Ja, ja. Ich weiß nicht, Dino, Asmodan ist noch drin, aber... Also, wenn ihr für Triple Curse spielen, dann brauchen wir solche Heroes eh nicht. Okay. Ach so. Dann brauchen wir aber nur Heroes, die dann am Ende coren können. Also Infinite, also Triple Curse heißt, wir spielen... Und dann spielen wir Sustain, Keep, Core, fertig. Müsste eigentlich gehen. Ich glaube, Cassia ist da sehr strong. Cassia ist gut für da, ja. Cassia, Malf und dann ist mir eigentlich egal, was noch. Malf oder Morales. So, ja. Ich first pick ja sogar Lucio hier. Das ist Wahnsinn. Oh, der Hammer ist. Hammer ist gut. Ja. Der Panzergeneral. Der Panzergeneral. Oh, Hammer Morales ist, glaube ich, branded. Hat sich spaßig, ja. Keine Glade. Okay. okay. Ja, sehr gutes Opening. Jo, ich swap die Gegner zu Zarya. Ja. Ja. In den... In das Schwarzbach. Ja, ja. Rabbit Search. Oh, ihr könnt. Ja, ja, Black Hole plus Graviton Search. Und, plus, warte mal, Triple! Uiuiuiui! Was? Ja, die hören zu. Das gibt's ja gar nicht. Das macht ja jetzt gar keinen Spaß mehr. Fuck! Was für Hunde. Ich keck mal eine Runde. Das countert uns. Nice Kick. Gut, das hilft ja auch zum Siege. Ja, ja, 13, Level ja. 13, dann stimmt. Jetzt dann richtig, ja. Pandaren Braumeister. Was ist denn der Chen-Build? Was gehen die, Level 4 gibt man Spell Power Reduction? Kommt drauf an. Ist sehr flexibel, das Build. Ja. Ja. Also auf 4 sind tatsächlich alle viable, glaube ich. Du hast auch den Q-Damage, oder? Was? Ja, ja, du hast auch Damage. So, Ranged ist... Overrated. Oder ja, noch Zarya. Hä? Noch Zarya. Stimmt, stimmt, stimmt. Wie worauf du Lust hast, also... Ich glaube, wenn wir Soulchain picken, können wir mit den vier Helden einfach Core gehen und Dino kann irgendwas machen. Hm? Ja, fein. Da ist doch so eine. Cool. Ja, wer hat das nicht Fnatic immer gespielt mit Chen Tank? Auf Sky Temple oder sowas? Waren das nicht die? Ich habe nichts zugehört. Sorry. Ja, ich erinnere mich nur an ein Spiel auf Sky Temple, wo Fnatic Breeze auf Chen gepackt hat. Und dann haben die damit immer die Schüsse getankt, auf Botlane, oder? Haben die sie, glaube ich, einfach... Ja, irgendwie so. Ich glaube, die sind einfach Richtung Core gerannt. Ja. Sind die dann nicht am Core gewiped und haben das Spiel verloren? War da nicht irgendwas Bescheuertes? Die haben auf jeden Fall nicht gewonnen. Ja, ja, irgendwas ist passiert. Warte, was haben die gedraftet? Oh, das sieht recht gefährlich aus wieder. Ja, ich hab Angst. Gott sei Dank haben wir Greymane noch bekommen hier. Statt Gaslo. Warte mal, die haben ja auch Cassia gepickt. Ja. Ja, ist eigentlich. Was ist denn hier los? Draften können die. Also. Draften können die. Die haben einen Ghost Drafter. Ja, scheint so. Ich kick einfach den Tasser da rein und dann. Ja. Klappt das. Und wir können hier schön für Boss spielen. Wir haben die beiden Helden hier. Wir gewinnen jeden Boss-Fight. But the battle begins regardless. I
bring pandemonium. Welche Line gehen wir? Mit mit Hardcap? Warte, wir spielen. Nee, Top ist besser. Okay, dann oder kommt ihr mal hoch, ja. Damit man für Boss spielen kann. Also entweder oder. Ja, mal sag die Sache an. Ich folge irgendwie, okay. Wer zuerst. Bot ist, glaube ich, besser. Ich Boss, ja, das wäre unsere Boss. Ja. Ob bin ich Granaten geben eigentlich? Nee. Die ausnahmsweise Amateur Opponents, weil die Gegner sind Amateurs. Warte. Da. Ich hab euch auch gern. Experience leads to strength. Jo, wir sind zu viert. Vier? Okay. Blaze kommt vielleicht sogar Bot? Also. Naja, okay, ist top. Ich hab den. Ah. Weil die Second Mitte gerade komplett. Nein, Dino ist zuerst am Core. Na, ich spiel die Gate und dann spiel ich Hardcamp oder Easy. Wie machen die keinen Schaden auf euch beide? Ah, jetzt kommt. Kassia ist Mitte. Ich mach easy. Ne, ich mach hart. Jetzt schon, oh la la. Vielleicht brauchen wir keinen Curse, um zu finishen. Oh, die haben keinen. Ich. Ich geh Mitte. Das oder? In zwei Mitte. Und drei. Die defenden den Hardcamp, also könnt ihr pushen. Ja, also ne. Die gehen Botlane. Keine Energy mehr. Oh. I bring pandemonium. Blaze ist Mitte. Let's go. Habt ihr Keep? Wir sind. Ihr seid dabei, ja. Die Pressure zumindest. Blaze kommt Botlane vielleicht? Ja. Jo, da ist er. 3 gegen 5. Toll. Machen wir, oder? Ja. Kiten. Wir kommen, 5v5. Wir kommen. Ich bin ein bisschen unblau, aber. Let the battle begin. Ah. Du tankst also? Ja. Ich hab irgendwie Aggro verloren. Problem. Ja, ich krieg immer Aggro. Ja, das war auch schon früher so. Ja. Fuck. Keine Energy mehr. Ich glaub, wenden wir noch nicht. Nee.
Ich bin oben. Du kannst den Schiff skillen und wir gehen zum Boss gleich. Und damit enden wir. Oder Steam Drone ist. Ah, Steam Drone trotzdem. Wir haben Zeit. Wer kriegt denn von euch beiden zum Grunde? Grammy natürlich. Willst du nicht Top Damage? Echt für Speedrun. Ich bin nicht Top Damage aus. Mich interessiert nur der Sieg. Sind die oben am Boss? Nee, ne? Ja. Easy Camp ist wahrscheinlich schneller, oder? Die sind da oben am. Ich klau das. Ja. Ich geh da mal hin. Ja. Ich klau das. Ich plant die für dich. Die machen kein Damage. Fuck, ich bin disrupted. Ich sprinte. Du kannst ihren Recall stoppen, während wir callen, Alter. Hardcore call. Wird gemacht. All in call. Keine Energy. Actually, du outtanks Core Damage. Die Carries kommen jetzt gleich erst. Okay, sieht gut aus. Oh, Beak. Ko! Ja. Nice! GG! Fastest Game? Ja. Wobei Warhead hatte auch mal schnelle Games. Damals, als die Nukes noch Center Damage gemacht haben, ja. Mhm. Müssen wir jetzt warten oder spielen wir gleich? Ne, wir warten jetzt ein Best of 3 und dann spielen wir wieder. Okay. Österreich gegen Holland spielen jetzt. Und dann spielen wir gegen Österreich. Ist Österreich gut? Weiß ich nicht. Aber Holland ist so, also die sind glaube ich okay. Dabei Österreich ist keine Ahnung, welches Level die haben, um ehrlich zu sein. Dann bis nachher. Ja, bis dann. Jo, bis später. Oder bis gleich, ja. Alright, let me upload replays real quick. Actually, maybe I don't have to, cause Cross was in-game, huh? Chen was insane. First time, guys. First time kegging. Alright, so. The plan now, guys. We will watch Team Austria versus Netherlands. And then we have to play ourselves again. And then tomorrow, the rest of Group A will be played. Yeah, I mean, these guys were not very high ranked at all, right? So, but they also had no tiebreaker for their own country, right? So these were the only guys signing up. I mean, that can happen, right? Because the signups are open to everyone. I don't think it's a big problem. Like once we get into group stage 2, all teams will be more even.